Brünn ist als zweitgrößte Stadt der Tschechischen Republik zugleich das historische Zentrum Mährens. Unseren gemeinsamen Stadtrundgang beginnen wir beim neuen Rathaus. Seit 1935 ist das ehemalige Dominikanerkloster Sitz der Brünner Stadtverwaltung. Die Dominikanerkirche St. Michael war ein untrennbarer Bestandteil des Klosters. Wenige Schritte weiter erreichen wir das alte Rathaus. Das alte Rathaus ist der älteste Profanbau in Brünn. Er entstand um 1240. Das Eingangsportal mit dem verkrümmten Türmchen wurde vom Bildhauer Anton Pilgram geschaffen. Da die Ratsherren die finanziellen Forderungen des Meisters nicht erfüllten, baute Meister Pilgram das Türmchen schief. Keine 50 Meter weiter treffen wir auf den Kohlmarkt. Der obere Markt oder Kohlmarkt entstand bereits bei der Gründung der Stadt am Anfang des 13. Jahrhunderts und besteht bis heute. In der Mitte des Marktplatzes steht der barocke Parnusbrunnen, erbaut von Fischer von Erlach. Im oberen Bereich des Platzes steht die Säule der Dreieinigkeit. Anschließend geht es den Petersberg hinauf zur Kathedrale St. Peter und Paul. In mittelalterlichen Zeiten war das Kircheninnere dem einfachen Volk verschlossen. Während die feine Gesellschaft die Messe im Inneren der Kirche verfolgen durfte, wurde im gemeinen Volk auf dem Vorplatz von der Kanzel gepredigt. Die Türme der Kathedrale können bestiegen werden. Belohnt wird die Mühe mit einem herrlichen Ausblick über die Stadt bis zur gegenüberliegenden Festung Spielberg. Unterhalb der Kathedrale am Fuße des Berges befindet sich eine gepflegte Gartenanlage mit einer Kolonnade und einem Obelisk. Der Obelisk wurde aus Dankbarkeit für das Ende der Napoleonischen Kriege 1818 aufgestellt. Jetzt geht es wieder kurz zum Kohlmarkt und weiter zum Kapuzinerplatz Richtung Josefska und Minoritska vorbei am Minoritenkloster zur Klosterkirche St. Johannes. Diese Kirche ist der wertvollste Brünner Bau aus der spätbarocken Epoche. Vom Minoritenkloster spazieren wir weiter zum Malinowskiplatz, vorbei am ehemaligen Deutschen Stadttheater und erreichen eine großzügige Parkanlage. Ähnlich dem Stadtpark in Wien war hier ein Teil der alten Wehranlage der Stadt. Am Ende des Parks durchqueren wir einen Durchgang durch das ehemalige Augustinerkloster und erreichen den Mährischen Platz mit der St. Thomaskirche. Nur wenige Schritte stadteinwärts davon steht die St. Jakobskirche, ein spätgotischer Bau. Über den südlichen Turmfenster hängt ein kleines, unartiges Männchen. Die letzte Station unseres Rundganges ist die Festung Spielberg. Die Befestigung besteht seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Ursprünglich Sitz der böhmischen Könige und Sitz der mährischen Markgrafen, wurde die Burg im 17. Jahrhundert eine mächtige Barockfestung. Die Mitte des 18. Jahrhunderts fertiggestellten Kasematten wurden ab Ende des 18. Jahrhunderts zu einem gefürchteten Gefängnis eingerichtet.